Hallo und herzlich willkommen zum großen Gira Home Server Kurs. Den Home Server heute wird man vielleicht im Neubau nur noch für Spezialfälle einsetzen. Ne? Macht immer noch sehr viel Spaß, das Gerät kann sehr viel. Ihr werdet sehen in den einzelnen Kapiteln. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns immer einblenden müssen. Ich glaube nicht. Ne? Ihr seht dann, was wir machen, am besten nachmachen. Und das Ganze ist ja in Kapitel gegliedert, sodass man wirklich schrittweise das Ganze mitmachen kann. Ich glaube, die meisten von euch werden sich an Bestandsprojekte ranwagen. Ne? Oder diejenigen, die jetzt einen Home-Server damals vielleicht haben programmieren lassen und jetzt selber Hand anlegen wollen. So, jetzt nochmal zu dem Thema Home-Server. Also ganz am Anfang, wenn du ganz am Anfang jetzt dabei bist und übernimmst so ein Projekt. Ne? Das kann ja sein, du bist Elektriker. Oder du bist Systemintegrator und sagst jetzt, der Kunde sagt dann, ja, ich habe da irgendwo alles mit Home-Server gesteuert, das ist ein Bestandsobjekt, ich hätte es gerne auf den neuesten Stand gebracht. Das ist der Fall, wenn du jetzt ein Update hier mit dem Home-Server machst. Ne? Da ist immer das Thema, ich zeige es jetzt mal so, das ist ein Home-Server 4. So, der sieht von vorne so aus, den Home-Server 3 gab es auch noch, du kennst noch einen Home-Server 2. Ne? Also ich habe 2007 ist bei mir hier der Home Server 3 gewesen. Bei dir war es der Home Server 2. Ja, das war so 2, ja. Diese Plastikkiste. Und da ist es ganz wichtig jetzt. Hier auf diesem Home Server ist eine Firmware. Und die Firmware wird immer mit dem Experten übertragen, ne? Mit dem wir hier auch arbeiten. Wir arbeiten im Projekt jetzt mit dem Home Server 4. Es kann sein, mal angenommen bei so einem, naja, ich sag mal Einkaufszentrum oder irgendwo so eine Steuerung, dass du jetzt zum Beispiel die Home-Server-Experte-Version 4.1 hast. Ne? Wir blenden jetzt nochmal die Tabelle ein, oder die haben wir ja auch schon mit im Handout drin, was die Kompatibilität anbelangt. 4.5 ist bei den alten Home-Servern Schluss. Ne? Also Experte-Software 4.5, Firmware 4.5, dann ist Schluss, da kannst du nicht mehr weiter updaten. Home-Server 3, Home-Server 2, Home-Server 4 kannst du weiter updaten, bis auf die aktuelle Version 4.11.2. So, Herbert, jetzt habe ich hier so einen Home-Server, ne? Und wenn ich jetzt keine Projektdaten dazu habe, kann ich sowieso sein lassen? Dann kannst du es sein lassen, ja. Du musst ihn löschen und musst ihn neu installieren oder neu programmieren. Ja, aber gut, ist so ein Einkaufszentrum oder irgendwie so ein Rathaus? Kostet Geld. Kostet Geld. Ja, also Zeit. Ist die Frage, ob du so ein Projekt übernehmen willst überhaupt, weil wir haben sehr viele solche Anfragen, wo wir sagen, wie soll das gehen? Ne? Also aktuell mal so eine Anfrage vom Tegernsee, alte Villa, 20 Jahre alt, keine Ahnung, was für ein Home-Server, keine Ahnung, was für Teilnehmer, Komponenten, gar nichts, keine Ahnung. Du weißt eigentlich gar nichts, du weißt ja nicht, was dran Logiken angelegt wurde. Also ohne Daten kann man sich bei solchen Projekten schon die Finger verbrennen. Also, wichtig ist, dass du eine Projektdatei kriegst, eine Beschreibung des Projekts, vielleicht auch noch derjenige, der es gemacht hat. Gibt es in der Branche ganz verschiedene Leute, die das können, können nämlich nicht allzu viele. So, Herbert, jetzt habe ich hier so einen Home Server 4 mit Version 4.1. Das habe ich vielleicht jetzt ausgelesen, weil ich die Adresse vom Projekt her kannte, ne? Wie wir es auch schon gezeigt haben. Wie würdest du jetzt vorgehen? Also, wenn du keine Projektdatei hättest. Nee, die habe ich. Achso, die hast du. Ja, also ich würde die Projektdatei erst einmal in die neuesten Experten einlesen und würde den Home Server dann auf die nächstmögliche Version upgraden. Das ist ja alles heute um den Home Server dreht. Ich zeige es nochmal, wo wir hier die Anschlüsse haben. Das heißt, du nimmst es aus der Packung raus, da hast du hier den Stromanschluss. Wenn du dich auskennst, kannst du einfach bloß überspringen. Dann haben wir hier den Netzwerkanschluss, weil wir machen hier alles übers Netzwerk. Und wir verwenden hier einen USB-C-Adapter auf Netzwerk. Das siehst du jetzt nicht, aber mit dem Notebook, was wir haben, im Core i9, wirst du wahrscheinlich genauso arbeiten mit Windows 10, neueste Version. Nichts Besonderes. So, Herbert, jetzt haben wir hier einen Home-Server. Nichts Besonderes, ob der mit einem i9. Ja, Frank. So, jetzt haben wir hier i19, das ist nochmal ganz wichtig, die Version vom Home-Server. Hier, da steht i19, weil ab i20 hat sich hier drin die Hardware geändert. Das war ungefähr so 2017, 18. Ne? Wir haben einen Beitrag darüber gemacht. 2018 war es. Gab es mal einen YouTube-Beitrag. Und ganz wichtig ist, dass wenn du den Home-Server updatest, von Version vor 4.5
Genau, ganz wichtig. Also wenn ihr 4.1-Version zum Beispiel drauf habt oder das Projekt von 4.1, müsst ihr erst auf 4.5 updaten und dann könnt ihr erst weitergehen auf die 4.8, 4.11 und so weiter. Also da wesentlich ist, wie wir es jetzt gezeigt haben, über Exportieren Archiv, genau, die Funktion im Experten, importieren. Ja, wenn ihr von 4.1 auf 4.5 importiert, dann müsst ihr das Passwort ändern. Da ist dann, das wurde doch eingeführt mit dem sicheren Passwort. Ihr könnt zwar bei 4.5 noch anklicken, dass ein unsicheres Passwort erlaubt ist, ist aber dann später rausgenommen worden. Also ich würde euch empfehlen, dass ihr dann gleich ein passendes Passwort wählt, um dann nachher keinen Stress zu haben. Sonst ändern müsst ihr sowieso. Ändern muss man es und ist immer so das Thema, ne? Weil es kann ja sein, dass du jetzt einen Auftrag hast, wo du mit Home Server ein Projekt hast. Derjenige will jetzt zum Beispiel das Visualisierungsdisplay tauschen und du willst dann natürlich gleich auf die aktuelle, musst du in der Regel, auf die aktuellste Firmware updaten. Wenn du von 4.1 auf 4.11, wie wir aktuell haben, 4.11.2, gehst du erst auf 4.5. Immer den Zwischenschritt, ja, sonst funktioniert es nicht. So, und dann kann ich von 4.5, kann ich dann den großen Schritt machen. Und wenn du von 2.6 oder 2.8 kommst aus dem Jahre 2010, 2011, was ich auch schon oft gesehen habe. Mhm. Ja, es gab früher sogar zwei verschiedene Versionen für einen Facility Server und für einen normalen Home Server. Ja, und der Quad Client noch ganz extra und so weiter. Naja, das war... Das nur mal so als Zwischenbemerkung. Mhm. Ja, da kann ich nur sagen, viel Spaß.